Willkommen zur heutigen Präsentation. Ich sage vielleicht am Anfang noch etwas zum Momentum-Institut, was ein bisschen hinter der Gründung steckt, und gehe dann gleich zum Vortrag. In Deutschland, also in Österreich, ist, glaube ich, die Situation ein bisschen unterschiedlich. Also in Deutschland funktioniert die wirtschaftspolitische Debatte sehr stark über Professoren, die sich aus den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, die sich in Zeitungen zu Wort melden, die Regierung beraten. In Österreich ist das eher weniger der Fall. Also die Professoren sind dort sehr akademisch orientiert, haben auch wenig Interesse an Wirtschaftspolitik. Und deswegen funktioniert Wirtschaftspolitik einerseits durch die Sozialpartner, die der Regierung, also die Gewerkschaften auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Wirtschaftsverbände, die der Regierung wirtschaftspolitische Empfehlungen geben. Und auf der anderen Seite funktioniert es durch eben so Denkfabriken, die es in, neben den, die neben den sehr renommierten wirtschaftswissenschaftlichen Instituten, wie das WIFO oder das IHS, das ist so vergleichbar mit dem DEW in Berlin oder dem IFO in München. Das sind zwei renommierte Institute, aber darüber hinaus gibt es halt noch andere Thinktanks, und da gibt es eine Reihe von liberalen oder libertär orientierten Thinktanks, 3 bis 4, die sich gegründet haben, schon ab 2013. Und die liefern mittlerweile sehr, sehr stark auch in der wirtschaftspolitischen medialen Debatte Beiträge, Meinungen, Analysen. Und dann ist man draufgekommen, dass auf der sozusagen nicht-liberalen Seite da etwas fehlt und das auch auf dieser Seite existieren sollte. Und deswegen gibt es seit letztem Jahr dieses Momentum-Institut, das genau diese Rolle übernimmt. Und ja, also da bin ich dann eben seit letzten August dort. Und wir haben mittlerweile ein kleines Team von 4 Wissenschaftlern und aber auch Journalisten angestellt, die eben unsere Beiträge breitenwirksam veröffentlichen. Also wenn ihr zum Beispiel auf moment.at geht, das ist dann unsere quasi, wie soll man sagen, breitenwirksame Webseite, wo eben auch Interviews mit Leuten sind und Sachen sehr extrem verständlich erklärt sind, ohne dass man hier einen akademischen Hintergrund haben müsste. Dann vielleicht ein paar grundsätzliche Worte zum Vortrag. Es wird über Österreich gehen, aber nicht nur über Österreich. Also ich werde das auch ein bisschen in den europäischen Kontext setzen. Ich kenne natürlich die ganze wirtschaftspolitische Debatte, die ganzen wirtschaftspolitischen Zahlen. Habe ich sozusagen hauptsächlich nur für Österreich parat, einfach weil auch so viel so dicht in so kurzer Zeit jetzt im letzten Monat passiert ist, dass es schwierig ist, das in allen Ländern mitzuverfolgen. Werde aber trotzdem womöglich den Bezug zu Deutschland machen und werde auch, glaube ich, die grundsätzlichen Ableitungen, die grundsätzlichen Thesen, mit denen ich dann schließen werde, und auch die grundsätzlichen Probleme, die es zu besprechen gilt, sind genauso relevant für Deutschland wie für Österreich und im Endeffekt auch irgendwo die gleichen einfach. Ja, der Vortrag ist ganz frisch, also ganz neu. Ist vielleicht noch nicht ganz so rund wie jemand, wie ein Vortrag, der schon quasi 20 Mal gehalten wurde. Und er ist auch immer irgendwo mit einem Ablaufdatum versehen, weil sich ja stündlich neue oder täglich neue Entwicklungen in der Corona-Krise ergeben und einfach, wie geht es weiter mit der Pandemie? Wann können wir aufsperren? Kommt eine zweite Welle und so weiter? Die ganzen Fragen, die uns eigentlich tagtäglich jetzt beschäftigen, haben natürlich auch einen ganz großen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. Und deswegen ist das so ein bisschen so eine Art Momentaufnahme, ein Status quo, der sich natürlich dann auch wieder zum Teil obsolet werden kann oder sich komplett ändern kann, auch wenn sich diese Krankheit und die Ausbreitung der Krankheit eben verändert. Zur Gliederung, am Anfang rede ich kurz was ist denn dieser Corona-Schock, wenn man eben nicht aus gesundheitspolitischer Sicht, sondern aus wirtschaftlicher oder wirtschaftswissenschaftlicher Sicht betrachtet. Dann werde ich euch so ein bisschen eine Timeline der Krise in Österreich geben und eben was konkret die wirtschaftspolitische Antwort war. Dann auch so ein bisschen die Folgen darstellen, soweit wir sie halt schon haben. Also für viele
viele Sachen sind eben noch wirklich unklar, weil wir eigentlich erst am Anfang dieser wirtschaftlichen Krise stehen. Und dann werde ich so ein bisschen versuchen, wie man es halt jetzt derzeit beurteilen kann, wie es weitergehen wird, also ein Ausblick zum Teil, ich weiß nicht, ob es diesen Begriff im deutschen Deutsch gibt oder ob es den nur im österreichischen Deutsch gibt. Also wir sagen Kaffeesud lesen, dass man die Zukunft quasi aus dem Kaffee heraus prognostizieren will. Also ein bisschen ist es das, ein bisschen ist es wirklich Spekulation. Und ein paar Sachen kann man aber, glaube ich, schon ganz gut festmachen. Also die Tatsache zum Beispiel, dass viele Unternehmen überschuldet sein werden oder Schulden haben werden. Das lässt sich, glaube ich, relativ gut vorhersagen. Und was hat das dann für Auswirkungen? Das kann man schon jetzt ganz gut besprechen, auch wenn man natürlich das Detail, in welcher Höhe das der Fall sein wird, eben noch nicht kennt. Und das Letzte, was ich dann machen werde, ist ein bisschen grundsätzlicher, weil Ziel oder Zweck des Vortrags war es auch so über die politökonomischen Konsequenzen der Krise zu sprechen. Da möchte ich halt so zwei Thesen aufstellen und ein bisschen durchdiskutieren, wie die Krise die Wirtschaftspolitik verändert, aber auch wie sich die wirtschaftspolitische Debatte, wie zum Beispiel die Rolle des Staates, verändert. Und auch das ist noch nicht festgelegt, auch das werden wir in Zukunft erst sehen, wie das genau passieren wird und in welcher Form. Aber ich glaube, man kann hier ein paar Debatten festmachen, die von Verteilungskonflikten bis hin zu eben Sichtweise auf Schulden, auf Staatsschulden, auf den Staat, auf den Sozialstaat, die man, glaube ich, ganz gut schon durchdiskutieren kann und die einfach in den nächsten Wochen und Monaten, das sind politische Konflikte, die geführt werden. Gut, also was ist der Corona-Schock? Beginnen wir dann mal damit. Aus ökonomischer Sicht, also ich werde versuchen, die ökonomischen Begriffe, die ich verwende, zu erklären, weil mir gesagt wurde, dass das Publikum divers ist. Also es gibt sowohl Leute, die Wirtschaftswissenschaft studieren, als auch sozusagen sehr allgemein orientierte Leute, die vielleicht etwas anderes studieren im Bachelor oder Master. Und also ich werde versuchen, die Begriffe zu erklären. Wenn es mir einmal nicht gelingt, dann bitte einfach in den Chat schreiben und vielleicht kann mir dann der Hannes ein Signal geben, dass ich einen Begriff erklären muss, den ich nicht erklärt habe. Also in der Ökonomie ist es so, dass man bei Konjunktureinbrüchen, also das heißt bei Einbrüchen in der wirtschaftlichen Entwicklung, wenn die Wirtschaftsleistung plötzlich zurückgeht, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann spricht man dann überlegt man, man teilt das so in zwei Kategorien ein, in Angebotsschocks und Nachfrageschocks, also Gründe, warum das jetzt passiert ist. Bei einem Nachfrageschock ist es so, dass Leute einfach zum Beispiel sich entscheiden, weniger zu konsumieren oder die Firmen sich entscheiden oder auch Haushalte sich entscheiden, weniger Häuser zu bauen. Firmen kaufen weniger Maschinen. Also sie entscheiden sich, meine Auftragslage ist nicht gut. Ich möchte jetzt irgendwie weniger Güter beanspruchen, bestellen. Und das ist dann ein klassischer Nachfrageschock. Da kommt das Ganze einfach vom Konsum her, von Investitionen, dass die Menschen hier weniger ausgeben wollen im Endeffekt. Und dann gibt es einen Angebotsschock, das ist so ein bisschen die Alternative dazu. Das kann auch ein Grund für so einen Wirtschaftseinbruch sein, wo es zwar die Nachfrage da ist, also die Menschen wollen eigentlich gewisse Güter und auch in ausreichendem Ausmaß konsumieren. Aber diese Güter werden entweder nicht angeboten oder sie werden nur sehr teuer angeboten. Ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel die Ölkrise in den 70ern, die zwei Ölkrisen in den 70ern eigentlich, als sich das Kartell OPEC mit Saudi-Arabien geformt hat und die entschieden haben, Öl wird jetzt teurer. Und auf einmal war einfach, also es war zwar noch immer möglich, Auto zu fahren und für die Industrie war auch noch genug Benzin da, aber manche werden sich vielleicht erinnern, zumindest in Österreich gab es das damals, die so autofreie Tage, wo man, es war Öl und Benzin damit ist eben empfindlich teurer geworden. Und das hat damals der Konjunktur, eben der Wirtschaftsentwicklung, einen massiven Dämpfer versetzt. Die Arbeitslosigkeit ist auch damals stark angestiegen.
und auch die Preise sind stark gestiegen. Also das war so ein klassischer Angebotsschock. Und was wir jetzt aber haben, dieser Corona-Schock, ist eigentlich beides. Das macht es relativ spannend, weil einerseits gewisse Güter und Dienstleistungen werden eben nicht angeboten oder produziert. Also wie man vielleicht sieht, nicht? Ich würde eigentlich ganz gern wieder mal zum Friseur gehen, meine Haare schneiden, aber das ist im Moment noch nicht möglich, weil die Geschäfte eben nicht offen haben. Also hier haben wir eine Beschränkung des Angebots und wir haben auch eine Beschränkung der Nachfrage, weil selbst wenn eventuell der Friseur offen hätte, weiß ich nicht, ob ich hingehen würde, weil das Ansteckungsrisiko ist da und vielleicht entscheide ich mich da eben nicht zu gehen und gewisse Dinge nicht zu kaufen. Das steht uns jetzt, so ein Nachfrageschock entsteht uns im Moment bei der Autoindustrie bevor, weil viele Menschen jetzt entschieden haben, naja, dass sie in dieser Krisenzeit kein Auto kaufen. Gerade für Deutschland ist die Autoindustrie ja irrsinnig wichtig. Und da ist im Moment eben die Diskussion, dass da ein Nachfrageschock da ist. Und jetzt ist die Frage, ob die Menschen, wenn es langsam die Geschäfte wieder aufsperren, der Handel wieder aufsperrt, ob dann gleich wieder so viele Autos gekauft werden. Das wird man sehen. Und das Einzige, was man aber weiß, es ist zwar beides Angebots- und Nachfrageschock, aber was man weiß, ist, dass das Ganze ganz klar exogen ist, das heißt, es kommt von außen. Es ist nicht eine Wirtschaftskrise, die vom Wirtschaftssystem selbst hervorgebracht wird, wie das zum Beispiel bei der Finanzkrise der Fall war. In der Finanzkrise gab es viel Kreditvergabe, die aber nicht gedeckt war. Also da wurden einfach schlechte Kredite vergeben an Leute, die das nicht zurückzahlen konnten. Es wurde mit sehr viel Verschuldung gearbeitet, wenig Rücklagen gearbeitet. Das heißt, sie kommt wirklich klar von außen, Gesundheitskrise, und der Staat reagiert eben darauf, indem er zur Eindämmung dieser Pandemie, diesen Epidemien, die Wirtschaft zusperrt. Der Internationale Währungsfonds hat das genannt, The Great Lockdown. Das könnte sich so ein bisschen etablieren jetzt als der Begriff für diese Krise. Also in den 30ern ist ja der Begriff für die Wirtschaftskrise, der große Wirtschaftskrise der 30er, ist ja The Great Depression, also die große Depression. Dann die Finanzkrise, die wir jetzt eben vor rund 10 Jahren hatten, die ist jetzt als die Great Financial Crisis so in die Annalen eingegangen. Und es könnte sein, dass wir jetzt das große Zusperren, ne, The Great Lockdown, dass wir das jetzt als diese Bezeichnung für diesen Corona-Schock bekommen werden. Vielleicht, also weil der Titel des Vortrags ja auch ist, eine Woche vor, also dass Österreich eine Woche vor Deutschland ist. Hier sieht man nochmal die Fälle aufgezeichnet. Rot ist Österreich, und also dieses Pinke ist Deutschland, wobei die deutschen Fälle durch 10 dividiert sind, einfach weil Deutschland 10-mal größer ist als Österreich, also das wäre sonst nicht vergleichbar. Auf dieser Skala ist es damit vergleichbar. Und da sieht man, dass die roten Balken am Anfang der Krise wesentlich höher sind, also Österreich war früher dran und Deutschland jetzt eben später dran ist, das heißt, die Zahlen sind in Deutschland jetzt noch ein bisschen höher, obwohl ja eigentlich beide Länder die Krise im Moment relativ gut unter Kontrolle haben. Am Anfang sicherlich auch, ne, ich weiß nicht, wie viele von euch diese Geschichte da zu Ischgl in Tirol, der Virenschleuder für ganz Europa gelesen haben, also 57% der Fälle scheinbar, die in Nordeuropa, auch in Deutschland und so aufgetreten sind, dürften auf die Skigebiete in Tirol zurückgehen. Was jetzt nicht so die gute Werbung für den österreichischen Tourismus ist. Und das ist ein bisschen die Timeline der Krise in Österreich. Was ist in Österreich passiert? Also richtig los ging es eigentlich in der Woche vor dem 15.03. Da war klar, dass es wird zu Geschäftsschließungen in der darauffolgenden Woche kommen, eben ab dem 16. März, das war ein Dienstag. Wird es geben Schließungen der Geschäfte, der Restaurants, es wird geben Ausgangsbeschränkungen. Das wussten Sie schon eigentlich eine Woche vorher. Sie haben sich ein bisschen Zeit gelassen, um das zu kommunizieren. Und es gab dann die wirtschaftliche Antwort in Deutschland in dieser Woche ist schon extrem groß ausgefallen. In Deutschland hat man ganz klar gleich gesagt, man macht hier einen Riesenhilfsfonds. Man macht hier also einen Bazooka, glaube ich, hat Finanzminister Scholz das genannt. Während man in Österreich noch ein bisschen geschlafen hat, nicht was die gesundheitspolitische Antwort betrifft, aber was die wirtschaftspolitische Antwort betrifft. Der erste Krisenbewältigungsfonds in Österreich waren 4 Milliarden.
Das sind 1% der Wirtschaftsleistung. Das ist nichts für so eine Krise, wo ich mich entscheide, hier 20, 30% der Wirtschaft zuzusperren. Und das war zu wenig. Das wurde dann eine Woche zu spät, aber sie haben es dann doch erkannt und haben dann einen Krisenbewältigungsfonds aufgelegt von 38 Milliarden. Das sind circa, also knapp 10% der österreichischen Wirtschaftsleistung. Das war dann schon eher ein bisschen in, also es war schon eher in dieser Dimension, die Deutschland da vorgelegt hatte mit der Bazooka. Und das Motto, unter das man es gestellt hat, das war koste es, was es wolle. Dieses Whatever it takes Motto, das wir aus dem Englischen auch schon ein bisschen gekannt haben. Und dann war relativ klar, dass die Krise da auch länger dauern wird. Es wurden 3 Gesetzespakete beschlossen und in sozusagen 2 Wochen später dann kam dann auch das, was ich glaube in Deutschland jetzt auch diskutiert wird, also eine Maskenpflicht in Geschäften, eine schrittweise Öffnung der Geschäfte, weil die Krise eigentlich ganz gut, also die Fallzahlen, die Corona-Fallzahlen ganz gut unter Kontrolle gebracht wurden. Und was man auch entdeckt hat, dass dieses 38-Milliarden-Paket nicht reicht. Also es gab laufende Aufstockungen der Kurzarbeit, Härtefallfonds. Also ich komme da noch ein bisschen genauer dazu. Wir diskutieren jetzt über Staatshilfe auch. Da war Deutschland in der Diskussion auch schon ein bisschen früher dran. Und jetzt werden wir dann sehen, wie sich die Fallzahlen eben weiterentwickeln, wenn jetzt schrittweise die Geschäfte öffnen mit Abstandsregeln, wenn Sportanlagen langsam wieder öffnen. Schulen sind noch immer geschlossen in Österreich, also alle Schulen sind geschlossen, Universitäten sind auch geschlossen, bis auf eben Online-Kurse. Bevor ich noch ein bisschen auf die wirtschaftspolitische Reaktion und die Details dazu komme, muss man glaube ich sagen, dass die wirtschaftspolitische Reaktion prinzipiell eine sehr gute war, weil man gesehen hat, okay, das wird eine massive Krise und wir müssen da wirklich Geld in die Hand nehmen. Und die Tatsache, dass man das einmal, finde ich, realisiert hat und geschafft hat, ist schon mal etwas, was sehr positiv ist. Also die Krise würde heute anders aussehen. Ich habe dann später noch eine Grafik dazu, wenn wir das nicht getan hätten. Und es gab so, aber in der wirtschaftspolitischen Antwort, das ist natürlich nicht etwas, was großartig, wo es viel Zeit zum Überlegen gibt. Also da muss extrem schnell gehandelt werden. Die Entscheidungsträger sind hier extrem unter Druck. Es sind alle extrem im Stress. Die Dinge müssen schnell passieren. Und es gibt aber trotzdem so irgendwie auch in der wirtschaftspolitischen Diskussion und dann auch so ein bisschen in der Interpretation von dem, was die Staaten machen, nicht nur Österreich, kann man unterscheiden 3 Ansätze, wie man diese Krise lösen will. Und was man dann tatsächlich gemacht hat, ist irgendwie so eine Mischung aus denen. Das eine Land mehr in die Richtung, das andere Land mehr in die Richtung. Das eine Extrem, würde ich sagen, ist dieser 3 Ansätze, ist die große Stundung. Das heißt, das habe ich jetzt so genannt. Das heißt einfach, dass meine ganz, also zum Beispiel das Betrieb, ne, der natürlich Personalkosten hat, der Fixkosten hat für seine Produktionsanlagen, für Miete, für Strom, Gas, Wasser und so weiter, dass man also Steuervorauszahlungen leisten muss, Steuernachzahlungen leisten muss, dass man hier sagt, okay, ihr habt jetzt keine Einnahmen in der Krise. Und wir stunden euch das. Das heißt, ihr braucht es nicht jetzt bezahlen, ihr bezahlt diese Sachen später. Die Konsequenz von diesem Ansatz ist, dass Unternehmen, die eine Zeit lang keine Einnahmen haben, natürlich trotzdem ein Problem haben, das zu bezahlen. Und weil eben, also das heißt, da türmen sich dann irgendwann, vielleicht, also jetzt schon, jetzt ist es noch nicht so ein Problem, aber irgendwann ist dann ein großer Schuldenberg da und den muss ich erst dann mit den Einnahmen danach abtragen. Also das ist dann das wirtschaftspolitische Problem, vor dem man steht, wenn man sich diese Stundungen anschaut, mit Ausnahme der Steuerstundung, weil die, da wird dann einfach die Steuer neu berechnet und da kann es dann eben auch sein, dass ich weniger Steuern zahlen muss. Aber gerade bei Mietstundungen zum Beispiel, na, die Miete muss ich irgendwann dann trotzdem zahlen. Auch wenn ich in dieser Zeit keine Einnahmen hatte. Das andere Extrem, das ein bisschen vorgeschlagen ist und den Weg sind die Staaten größtenteils nicht gegangen, ist so dieser Big Freeze, also das große Einfrieren der Ökonomie. Das wäre ein Ansatz gewesen, der, glaube ich, den man vielleicht hätte stärker überlegen müssen, wenn man davon ausgeht, dass diese Krise sehr lange dauert. Also wenn jetzt wirklich
monatelang in so einem Lockdown, in so einer Schließung und mit Ausgangssperren und Ausgangsbeschränkungen gewesen wären. Also das ist vielleicht noch am ehesten die Situation, die irgendwo in Bergamo in Italien der Fall ist, dass niemand mehr raus darf, dass auch die Leute nicht mehr in die Arbeit gehen. Dann wäre es notwendig gewesen, dass man eine Art Grundeinkommen oder eine Art Corona-Einkommen für die Zeit dieser Krise den Leuten gibt und alle anderen Zahlungen in die Zukunft verschoben werden, aber nicht nur in die Zukunft verschoben werden, sondern auch ausgesetzt werden. Das heißt, die Mietzahlung, die muss ich dann nicht mehr zahlen. Das Strom, Gaswasser muss ich dann nicht mehr zahlen. Das ist quasi für diese paar Monate löscht man einfach diese Zahlungen, auch diese Zahlungsverpflichtungen. Und am Ende trifft das, würde dieser Ansatz dann die Banken natürlich treffen und da müsste einfach die Zentralbank einspringen und die durchfinanzieren. Das ist etwas, was man, was zum Teil Macron zum Beispiel in Frankreich gemacht hat, indem er gesagt hat, Geschäftslokale müssen keine Miete zahlen während der Krise. Das ist ausgesetzt. Genauso Strom, Gas, Wasser müssen sie nicht bezahlen. Sonst in Deutschland und Österreich ist dieser Ansatz eher weniger verbreitet, noch generell international. Nachdem viele Länder die Krise jetzt ganz gut unter Kontrolle bekommen, so wie es zumindest aussieht. Mit Zahlungen gelöscht, weil die Frage im Chat ist, meine ich also wirklich gelöscht, ja, also oder nach hinten verschoben. Also zum Beispiel, wenn ich einen Kredit habe, ich habe jetzt noch einen Kredit, der läuft noch 2 Jahre, dann wird einfach das Ganze nach hinten verschoben. Also die nächsten 3 Monate oder 6 Monate zahle ich nichts und ab dann beginnen diese 2 Jahre zu laufen. Also es gibt da beide Möglichkeiten, sagen wir so. Das ist aber natürlich der große Unterschied zur Stundung, weil bei der Stundung muss ich eben 3 Monate dann beispielsweise nichts zahlen. Aber ich muss diese Zahlungen, die werden mir nicht eben gelöscht, sondern die muss ich dann eben 3 Monate später zahlen. Und das ist halt dann, also das ist der Unterschied. Und dann gibt es noch den dritten Ansatz, der eigentlich auch sehr, also der sehr stark stattfindet, neben den Stundungen. Ist, dass Kosten oder Umsatzausfälle zumindest zum Teil durch den Staat ersetzt werden. Und das sieht man zum Beispiel bei der Kurzarbeit, wo der Staat starke Zuschüsse gibt, um Personalkosten den Unternehmen zu ersetzen, damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht gekündigt werden. Er ersetzt dadurch auch den ansonsten wahrscheinlich arbeitslosen Menschen ihr Gehalt, also dürfen weiter beschäftigt bleiben, gearbeitet wird weniger. Genauso gibt es Notfallfonds und Hilfsfonds in Österreich, die den Unternehmen zum Teil die Umsatzausfälle ersetzen sollen, oder zumindest zu einem geringen Teil. Und da ist in dem Zusammenhang ist, das gibt es wahrscheinlich in Deutschland so nicht, aber in Österreich gab es ein Epidemiegesetz, das hätte man sehr gut auch anwenden können für Covid-19. Und in dem steht drinnen, es ist da rechts oben reinkopiert, ich erwarte jetzt nicht, dass ihr das lest, aber dass hier der gesamte Verdienstentgang, der gesamte Umsatzausfall ersetzt werden muss. Und das Erste, was die Regierung in Österreich gemacht hat, dass sie diesen Paragraph eben, also für Covid, dieses Gesetz für Covid nicht angewendet hat. Das heißt, der komplette Umsatzersatz oder der komplette Ersatz des Verdienstentganges, den hat man rausgestrichen. Es wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Es gab auch Ökonomen, die das gefordert haben. Aber das hat man auch nicht gemacht. Da war einem dann doch irgendwie, hatte man Angst, dass das Ganze zu lang dauert, wahrscheinlich, dass die Kosten zu hoch werden. Also das hat man dann auch nicht gemacht. Und so ist im Moment, ich möchte hier keine Schuldzuweisungen erteilen, weil es ist natürlich eine extrem schwierige Situation. Sehr großer Stress, es muss sehr schnell gehen. Aber irgendwo hat man doch eine inkonsistente Kombination aus diesen verschiedenen Ansätzen. Und es ist dann irgendwie so ein politisches Ergebnis, das rauskommt, dass in manchen Branchen, manchen Unternehmen, also kleinen mehr als größeren oder umgekehrt, wird dann mehr geholfen und manchen wird weniger geholfen. Und manchen wird mehr ersetzt und manchen wird weniger ersetzt. Und da kommen dann auch politökonomische oder politische Machtfragen ins Spiel. Wer hat die bessere Lobby? Also der Tourismus zum Beispiel in Österreich hat sich also bis jetzt sehr gut behaupten können. Also die haben da eine eigene Tourismuskreditbank, die hier viele Kredite vergeben wird. Die Immobilienbesitzer haben sich in Österreich sehr gut durchsetzen können, weil
weil es jetzt rechtlich unklar ist, ob die Miete von Geschäftslokalen bezahlt werden muss, wenn das Geschäftslokal quasi behördlich durch die Schließung unbrauchbar ist. Und hier hat die Regierung nicht ganz klare Regelungen gesetzt, wie sie es zum Beispiel in anderen Bereichen gemacht haben, weil man einfach die Immobilienbesitzer nicht verärgern wollte und die nicht um ihre Einnahmen bringen wollte. Also da sieht man dann so ein bisschen schon auch, je nachdem, welche Regierung und welche Interessen die vertreten, die politischen Parteien, die dahinter stecken, sieht man, wer sich dann in so einer Krise auch ein bisschen mehr durchsetzt und wer mehr bekommt und wer weniger bekommt. Prinzipiell ist ein paar Details, über die ich nur schnell drüber gehen will. Wir haben in Österreich gibt es einen sogenannten Notfallfonds. Der ist so für mittlere Unternehmen, mittelgroße Unternehmen kommt der zum Einsatz, aber auch, also alle Unternehmen, kann man sagen, vielleicht über 10 Beschäftigte und nicht richtige Großunternehmen. Da diskutiert man jetzt, dass man eben den Umsatz bis zu 100, also wenn der Umsatzentfall größer als 40% ist, glaube ich, ist die Quote, dann kann man eben hier einen relativ großen Teil dieses Umsatzes ersetzt bekommen. Für die Kurzarbeiter gibt es auch was. Also wir haben ein extrem großzügiges Modell in der Kurzarbeit. Ich habe danach noch eine Grafik, wo wirklich dem Unternehmer oder der Unternehmerin die gesamten Kosten bis auf 10% ersetzt werden. Also 10% muss quasi Arbeitszeit eben geleistet werden, die muss der Unternehmer bezahlen. Aber der Rest wird vom Staat ersetzt. Also das ist wirklich ein Modell, das viel Arbeitslosigkeit verhindert hat. Ich zeige danach noch ein paar Grafiken. Wiederum, was nicht passiert ist, es gibt jetzt sehr viele unverschuldet Arbeitslose. Es ist die Forderung der Opposition da, dass es ein höheres Arbeitslosengeld in der Krise geben sollte, weil das österreichische Arbeitslosengeld im europäischen Vergleich sehr niedrig ist. Es wird zwar relativ lang bezahlt, aber es ist sehr niedrig. Und wir haben jetzt viele neue Arbeitslose. Also da hat die Regierung gesagt, nein, dafür will sie kein Geld ausgeben. Vielleicht zur Information, das werden vielleicht die meisten wissen, aber wir haben ja eine schwarz-grüne Regierung. Also auf Deutschland umgelegt wäre das eben CDU, CSU plus Grüne, die erst sehr neu im Amt ist. Also die gibt es erst seit Dezember. Also die hat sich noch nicht mal so richtig konstituiert und musste eigentlich schon Corona-Krisenarbeit leisten. Die dominante Kraft ist dort aber natürlich die ÖVP, also die Österreichische Volkspartei. Das ist das Äquivalent eben zur CSU bzw. CDU. Und so schauen ein bisschen auch die politischen Entscheidungen, die diese Regierung trifft, natürlich aus. Dann gibt es einen Härtefallfonds für kleine Selbstständige. Also das sind eben Leute, die alleine in ihrem Unternehmen arbeiten, selbstständig sind. Oder Personen, die vielleicht also maximal 9 Angestellte haben, meistens weniger. Für die gibt es einen Härtefallfonds, der aber sehr wenig zahlt. Also der zahlt 2000 Euro pro Monat über 3 Monate. Das ist, wenn ich eben doch vielleicht ein kleines Geschäftslokal besitze oder Material- und Wareneinsatz zahlen muss, ist das quasi nichts. Also da wird eigentlich sehr, im Verhältnis zu dem Schaden, der dort entstanden ist und entsteht, wird sehr wenig geholfen. Das sind auch oft so zum Beispiel Leute, die im Eventmanagement arbeiten oder Immobilienmakler oder Leute, die eben selbstständig arbeiten und denen jetzt ihr gesamtes Einkommen entfällt und die auch, weil sie selbstständig sind, keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Die Unklarheit bei den Geschäftslokalmieten habe ich schon erwähnt. Im Gegensatz dazu gibt es eine Stundung bei Privatmieten. Also es wird niemand delogiert, es wird niemand seine Wohnung verlieren. Allerdings muss ich eben die Mieten bis zum Ende des Jahres begleichen. Und wenn ich das nicht geschafft habe, weil ich vielleicht arbeitslos geworden bin und eine Familie zu ernähren habe, dann könnte eine Delogierung dann natürlich 2021 beginnen. Steuerstundungen gab es viele, Garantien, ähnlich wie in Deutschland. Deutschland hat ja am Anfang sehr stark mit so Garantien über die Kreditanstalt für Wiederaufbau gearbeitet, die staatliche Förderbank in Deutschland. Auch Österreich arbeitet hier sehr stark über Garantien, also für Kredite, dass eben Betriebe, die jetzt keine Einnahmen haben und einen Kredit brauchen, dass die ihn eben auch bekommen. Die Bank selber hätte auch zu viel Angst, den Kredit zu geben, einfach weil sie selbst nicht weiß, wie lange jetzt diese Krise dauert und wie es in dem Betrieb genau ausschaut. Hier springt der Staat ein und rettet diese Unternehmen, was sehr positiv ist.
Genauso Steuervorauszahlungen wurden auch auf die zweite Jahreshälfte mal verlegt. Ähnlich wie in Deutschland auch. Was in Österreich noch unklar ist, ist, wie Deals bei großen Unternehmen aussehen werden. Also unsere staatliche Fluglinie, die ja eigentlich der deutschen Lufthansa gehört, die Austrian Airlines ist in großen Schwierigkeiten, weil der Flugverkehr komplett eingestellt ist. Das ist jetzt der erste große Fall, der jetzt auftritt und bearbeitet wird. Und da weiß man noch nicht, wie diese Deals aussehen. Und da ist auch schon der erste ideologische Konflikt. Die Opposition, vor allem die Sozialdemokraten, pochen stark darauf, dass hier staatliche Beteiligungen eingegangen werden, damit man dann auch später, wenn sich die Unternehmen erholt haben, ist man am Aktienkapital dieser Unternehmen beteiligt, dessen Wert steigt dann und dann kann man das wieder verkaufen mit Gewinn. Das hat zum Beispiel in der letzten Finanzkrise hat man das bei den Banken gemacht in der Schweiz und in den USA und relativ viel Gewinn dann gemacht. In Österreich hat man das nicht gemacht und dementsprechend auch die Summen dann, die möglich gewesen wären, eben nicht eingenommen. Und da gibt es eben gerade eine große Diskussion über Verstaatlichungen, wie weit soll man da gehen, was soll passieren. Prinzipiell sieht man, dass dieses Motto, das am Anfang ausgegeben wurde mit diesem großen Hilfspaket von 10% der Wirtschaftsleistung, diese 38 Milliarden, das Motto war eben, koste es, was es wolle, dass man dann doch in den Kriterien für die einzelnen Hilfsfonds doch sieht, dass die Kriterien ja dann doch ein bisschen strenger sind und dass man hier versucht, eben nicht wirklich breit an alle viel Geld auszuschütten, sondern da schon irgendwo wieder ein bisschen die Kosten unter Kontrolle haben will und hier quasi spart. Da ist natürlich das Problem, dass ich dann, wenn ich am falschen Platz hier jetzt spare und zur falschen Zeit spare, kann das ganz konkret bedeuten, dass da Unternehmen insolvent werden, dass da Leute in existenzielle, finanzielle Nöte kommen. Also es ist eine Gratwanderung, deren Ausgang wir noch nicht kennen. Ein positiver Aspekt der Krise ist, dass es ein Revival der österreichischen Sozialpartnerschaft gegeben hat. In Österreich haben wir im Gegensatz zu Deutschland, wo diese Zusammenarbeit der Gewerkschaften mit den Arbeitgeberverbänden, kann man sagen, in den letzten 20 Jahren oder sogar 30 Jahren, also 30 Jahren erodiert ist. Die gibt es in der Form nicht mehr so, wie es sie vorher gab. Gab es die in Österreich schon noch stärker. Sie wurde allerdings auch durch die Koalition aus ÖVP und FPÖ, also diese Rechtspopulisten gemeinsam mit Konservativen, stark belastet. Und die hat jetzt durch die Krise eigentlich ist wieder wiederbelebt worden. Also zum Beispiel das Kurzarbeitsmodell, der Input, der da von den Sozialpartnern und auch von den Gewerkschaften kam, die Expertise, und auch dann die konkrete politische Ausgestaltung und gesetzliche Ausgestaltung des Modells, dieses sehr großzügigen Modells, hat irgendwie gezeigt, naja, in der Krise, verlassen sich die Regierung, die selbst nicht in der Lage gewesen wäre, so ein Modell zu formulieren, doch auf die Sozialpartner, auf die Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam, was, glaube ich, ein schöner Aspekt der Krise ist. Man kann hoffen, dass es so weitergeht. Man wird aber sehen, ob das so ist. Gut, hier ist noch eine Übersicht dargestellt, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Das ist so ein bisschen die Größenordnung, wie sich dieses 38-Milliarden-Paket auf die einzelnen Maßnahmen aufteilt, zumindest Status quo. Es wird laufend aktualisiert. Sie haben gerade die Mittel für die Kurzarbeit aufgestockt, weil das so gut funktioniert hat. Dieses koste es, was es wolle, dieses Motto gab es auch in anderen Staaten. Das ist ein bisschen aufgeteilt nach direkten Transfers. Das ist wirklich Geld, das fließt, ne? Dass wirklich Leute dann Unternehmen am Konto haben oder Arbeitnehmer auf ihrem Konto haben. In Stundungen, also wo ich Zahlungen eben erst sich leisten müsste, erst später zahle. Und dann eben Liquidität bzw. Kreditgarantien. Also da brauche ich einen Kredit, dann nehme ich einen Kredit und da kriege ich eine Garantie dafür. Österreich hat hier, ja, das Paket in Österreich ist nicht klein, aber wenn man sich zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland anschaut, ist es doch kleiner. Wobei auch diese Zahlen laufend aktualisiert werden. Es kommen laufend neue Maßnahmen noch dazu. Das ist kein endgültiges Dokument. Was man aber sieht, wenn man sich die grünen Balken anschaut und nach links geht, hier Spanien, Italien, Frankreich, also die Länder, die mehr unter dem europäischen Sparregime oder dem europäischen Ausgabenbeschränkungsregime gelitten haben, also mit das Stichwort Austerität, das da immer gekommen ist,
wo die nordeuropäischen Länder, unter anderem Deutschland, Niederlande, Österreich, die Länder in den letzten 10 Jahren gezwungen haben, ihre Staatsausgaben zu beschränken. Da sieht man, dass deren Pakete eigentlich relativ klein ausfallen, was direkte Hilfen betrifft. Und das ist natürlich auch für diese Firmen dort, kann das sehr problematisch werden. Also das, ich glaube, dass uns die Krise in Spanien, in Italien, auch in Frankreich wesentlich länger begleiten wird und wesentlich stärker dort sein wird, als sie in Österreich, Deutschland, vielleicht auch Schweden oder Dänemark oder auch Niederlande der Fall sein wird. Und das wird ein Aspekt sein, über den wir nachher noch genauer sprechen können. Hier sieht man die Kurzarbeitsmodelle. Österreich hat hier ein sehr, sehr großzügiges Modell mit 80-90% des Nettogehalts, das da ersetzt werden. Also wenn jemand eben, wenn die Firma sagt, ich brauche dich quasi für die Zeit der Krise nicht mehr, du bleibst aber trotzdem beschäftigt, dann kann sie diese Kurzarbeit beantragen beim österreichischen Arbeitsmarktservice, was das Äquivalent der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland ist. Und kann dann dort eben 80-90% des Geldes, des vorigen Gehalts sich abholen und dem Arbeitnehmer auszahlen. Das Kurzarbeitsmodell hat wirklich sehr gut funktioniert. Menschen in Kurzarbeit haben wir aktuell 600.000 und zusätzliche Arbeitslose seit dem 15. März, also seit einem Monat, seitdem das richtig losging mit dieser Corona-Wirtschaftskrise, haben wir nur 200, also nur unter Anführungszeichen 200.000, sind natürlich noch immer 200.000 zu viel. Aber da sieht man eigentlich, dass dieses Kurzarbeitsmodell wirklich, wirklich gut angenommen wird und dass sehr viel Beschäftigung, sehr viele Arbeitsplätze erhalten werden können. Das ist ein bisschen, wenn man sich mal anschaut, wie, wenn all diese Leute, die in Kurzarbeit sind, wenn die stattdessen arbeitslos geworden wären, wie hoch wäre denn dann die Arbeitslosenquote? Also aktuell ist sie, wenn man alle Schulungsteilnehmer und so weiter einrechnet, ist sie eben bei 14%. Und ohne diese Kurzarbeitsmaßnahmen wäre sie bei 38%. Und damit sind wir schon wieder bei Dimensionen, die uns an die 1930er eigentlich erinnern, die große Weltwirtschaftskrise damals, die auch zur Folge hatte in Deutschland eben den Aufstieg der Nationalsozialisten, den Faschismus und den Zweiten Weltkrieg. Also so dramatisch könnte die Situation am Arbeitsmarkt jetzt sein, wenn wir nicht diese Kurzarbeit hätten. Und das ist natürlich schon, sind ziemlich beeindruckende Zahlen. Hier nochmal die Arbeitslosigkeit, also der untere Block, der, wo steht Arbeitslose vor dem Tag Null, eben in diesem rosa, pink oder lila, in dieser lila Farbe. Das sind die Arbeitslosen, die wir schon vorher hatten. Das waren knapp 400.000 Leute, also nicht so wenig. Und rot sind die Personen, die eben ab dem 15.03. dann schrittweise bis Ende März dazugekommen sind, diese über 200.000 Arbeitslosen. Das ist einmal so ein bisschen so, also natürlich ein unvollständiger Überblick, aber so ein bisschen ein paar Scheinwerfer, die man hier auf Aspekte der Krisenbekämpfung werfen kann, die sich natürlich noch laufend weiterentwickelt. Und jetzt möchte ich da, also damit jetzt habt ihr quasi einen Eindruck bekommen, welche Maßnahmen Österreich so gesetzt hat. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen darüber reden, wie es weitergeht. Das ist natürlich zum Teil Spekulation, zum Teil begründete Spekulation, zum Teil weiß man schon, dass gewisse Probleme eben existieren werden oder auch schon existieren und dagegen etwas unternommen werden sollte. Was wir in Österreich eben noch nicht haben, wir wissen noch überhaupt nicht, wie es nach der Krise weitergeht, welche Konjunkturpakete da kommen, welche Investitionspakete, welche Ausgabenpakete seitens des Staates, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das ist noch überhaupt nicht bekannt. Das wird gerade schon ein bisschen diskutiert. Also wie kann man der Wirtschaft nach der Krise dann helfen, damit sie wieder in Gang kommt? Prinzipiell ist es so, dass ich davon ausgehe, dass selbst wenn das Virus jetzt in Deutschland und in Österreich so gut wie es im Moment ausschaut, weiter unter Kontrolle kommt und wir eine Situation bekommen wie in China, wo das Ganze dann so ein bisschen dahin flackert, aber es zu keinem größeren Ausbruch kommt. Selbst dann und wir dann auch dementsprechend wieder eine komplette Arbeitsaufnahme haben, alle Geschäfte, alle Lokale, alle Restaurants schrittweise wieder aufsperren können, bis auf wahrscheinlich den Tourismus, bis auf große Veranstaltungen, vor allem Indoor, aber auch Outdoor, also Hochzeiten zum Beispiel werden ja aktuell gerade verschoben. Also davon ausgehend, dass zumindest ein großer Teil der Wirtschaft eben wieder aufsperren kann. Da würde ich aber trotzdem behaupten, dass wir eben nicht wieder in eine Situation
kommen, wo alles so ist wie vorher und wo wir wirklich dann wie im Februar einfach oder wie im Jänner noch weitermachen, so wie es und nahtlos daran anschließen können. Weil es zum einen wahrscheinlich ein schwaches Wachstum geben wird aufgrund eines geringen Konsums. Also es gibt doch auch zusätzliche Arbeitslose, es gibt Leute in Kurzarbeit, die zumindest einen kleinen Teil ihres Einkommens, also statt 100% ihres Nettoeinkommens, haben die jetzt eben 80% oder 90% ihres Nettoeinkommens. Es gibt viele Selbstständige, die ja nicht nur ihre Probleme mit ihrem Unternehmen haben, aber auch davon leben. Also die haben einfach da auch kein Geld, um selbst zu konsumieren. Es werden viele Unternehmen wahrscheinlich höhere Schulden haben, höhere Kredite haben, die sie dann, wo sie dann wahrscheinlich sagen werden, na gut, jetzt werden wir aber zunächst einmal die Schulden abbauen und nicht neue Investitionen tätigen, nicht neue Maschinen anschaffen, nicht neue Immobilien anschaffen, nicht neue Ausrüstungen anschaffen. Das belastet den Wirtschaftsaufschwung, der danach ja kommen soll, auch sehr. Man weiß nicht, wie es weltwirtschaftlich weitergeht. Es wird Länder geben, die den Ausbruch von Corona nicht so gut und nicht so schnell unter Kontrolle bekommen. Das heißt, da könnten die Exporte leiden. Es ist natürlich auch so, dass die Importe, also die Güter, die ich vom Ausland beziehe, die werden geringer sein. Aber auch meine Exporte, also gerade in Deutschland die Autoindustrie zum Beispiel, der ja Österreich auch zuliefert. Wie das weitergeht in den nächsten Monaten, wird man sehen. Also ob da die Exporte das gleiche Level wie vorher erreichen werden, das wird auch nicht so schnell der Fall sein. Und da fällt noch auch einmal zusätzliche Nachfrage für Unternehmen, zusätzliches Einkommen für Unternehmen weg, das sich dann natürlich direkt auch in einer höheren Arbeitslosigkeit auswirken könnte. Abgesehen von möglichen Insolvenzen von vielen kleinen und mittleren, mittelgroßen Betrieben. Also zum Beispiel die Kette, diese Pasta-Kette Vapiano, die war ja schon, vorher schon in großen Schwierigkeiten und Corona hatte jetzt den Todesstoß versetzt. Es wird aber auch vielleicht noch Unternehmen geben, die prinzipiell besser dagestanden wären als Vapiano, die auch noch pleite gehen werden. Ja, also meine These ist dann eben, wie gut wir aus dieser Krise hinauskommen, die wird dann ganz stark davon vom Verhalten des Staates abhängen. Vom Verhalten der Regierung, wie sehr sie bereit ist, nach dieser Krise höhere Staatsausgaben zuzulassen, staatliche Investitionen zu tätigen. Das kann natürlich etwas sein in Richtung grüne Pakete, ne, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das kann aber auch, können auch klassischere Konjunkturpakete sein, wie ich baue irgendetwas oder ich investiere in Pflege, in den Sozialstaat. Also darauf wird es ankommen, wie stark das die Regierungen machen werden, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, um dann wieder einen Aufschwung in der Wirtschaft, der ausreichend groß ist und diesen Corona-Schock wirklich dann auch ausgleichen kann, um so einen Aufschwung zu erzeugen. Ja, es gibt natürlich, wie gesagt, Risiko aufwärts und abwärts ist hoch, ne? Wenn wir schnell eine Impfung bekommen, könnte der ganze Spuk schneller vorüber sein, als wir glauben. Wenn wir einen Kollaps der Gesundheitssysteme in manchen anderen Staaten noch bekommen oder eine zweite Welle bekommen, kann das Ganze natürlich auch wieder und vielleicht nochmal Ausgangsbeschränkungen bekommen, dann schaut das Ganze wieder natürlich nochmal anders aus. Davon sind wir natürlich ein bisschen abhängig jetzt, also oder sehr stark abhängig jetzt. Sonst trifft es natürlich auch noch die USA sehr stark. Es trifft, es dunkel eingefärbt sind hier die Länder, die im Moment sehr stark betroffen sind, zumindest dort, wo die Datenlage gut ist, wo wir es wissen. In Indien zum Beispiel, in Afrika ist die Datenlage wahrscheinlich eher schlecht, also da werden weniger Tests durchgeführt. Spanien, Italien stark betroffen, USA stark betroffen, da wird auch spannend zu sein, ob man das wie gut man das in den USA unter Kontrolle bringt, weil die auch sehr viel Nachfrage oder sehr viel auch der deutschen Exporte gehen in die USA. Also das wird man noch sehen. Ja, und manche Länder kriegen es eben besser unter Kontrolle und manche schlechter. Also die USA und Italien hier ganz oben. China, Südkorea, Österreich relativ gut. Corona ist eine Katastrophe für die Weltwirtschaft insgesamt. Also ihr habt hier unten Österreich, gleich drunter Deutschland. Die rechnen damit. Es ist ein bisschen alles sehr spekulativ. Es weiß in Wahrheit niemand. So ehrlich muss man auch sein. Der Internationale Währungsfonds sagt jetzt einmal 7%. Und dass nächstes Jahr ein Aufschwung kommt, da sieht man das auch schon, was ich ein bisschen versucht habe zu skizzieren, ne?
Der Aufschwung nächstes Jahr für Österreich sollte, das ist wirklich eine Zukunftsprognose, eine Zukunftsvorhersage. Es könnte jede andere Zahl auch sein. Aber nur rein von der Größenordnung her sieht man, dass der Aufschwung, wenn dann nächstes Jahr unsere Wirtschaft eben um knapp unter 5% oder um die 5% wächst und dieses Jahr sie aber um 7% sinkt, dass wir da diese Krise eben nicht so schnell aufholen werden. Aber das ist so ein bisschen die Form des Aufschwungs, das wollte ich euch noch zeigen, wo sich jetzt entscheiden wird, wie schlimm dann vor allem die Nachwirkungen der Krise werden. Wenn wir so ein sogenanntes V haben, also da haben wir das Wachstum, na, wir wachsen, 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 die Krise kommt, es geht hinunter mit der wirtschaftlichen Entwicklung, Wirtschaftseinbruch, und dann schaffen wir es aber nach der Krise, diesen wirtschaftlichen Einbruch zumindest so auszugleichen, dass wir nach der Krise auf demselben Wachstumspfad sind. Na, also wenn ich hier eine durchgängige Linie im Wirtschaftswachstum zeichnen würde, habe ich zumindest nach der Krise keine Verluste noch. Und die Verluste, die ich habe, die werden dann zwischenzeitlich durch den großen Aufschwung, durch einen aufholenden Aufschwung aufgeholt. Ne? Das wäre natürlich der Traum, das wird aber wohl nicht passieren. Es gibt ein paar Berechnungen. Hier rechts unten sieht man, wie es zum Beispiel bei einem Beispiel ist, die asiatische Grippe, die 1958 der Fall war. Da sieht man das sehr schön, ein starker Einbruch und dann im Jahr 1958 und dann eben war das relativ schnell wieder vorbei und es kam dann ein starker Aufschwung. Das wäre natürlich der Traum, die Hoffnung, weil dann hätte diese Krise keine bleibenden Schäden oder nur sehr, sehr wenige bleibende Schäden. Das ist allerdings eher unwahrscheinlich und was wir eher sehen werden, ist entweder so ein U, ja, das sieht man hier rechts oben, wo das Wirtschaftswachstum einbricht und danach, nach einiger Zeit, wie lang ist die Frage? Na, ist es ein langsames U, ist es ein schnelles U? Das Wirtschaftswachstum wieder auf das Niveau von davor zurückgeht, aber die Verluste, die man in der Krise gemacht hat, nicht aufgeholt werden. Und dann gibt es auch noch ein L und die Gefahr, also da sagen jetzt viele Wirtschaftsforscher, naja, das wird nicht passieren, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Also ich sehe das schon, dass einige bleibende Schäden, die längerfristig da sein könnten, auch sozusagen über mehrere Monate, vor allem auch mehrere Jahre, also dass wir so eine Art L vielleicht auch haben werden, wo wir zunächst ein normales Wachstum haben, in der Krise bricht das Wachstum ein, das Wachstum erholt sich dann wieder, aber es erholt sich nicht auf das Vorkrisenniveau. Also wir haben dann nach der Krise längere Zeit ein Wachstum, das unter dem liegt, was wir davor hatten. Also ich halte dieses Szenario, das wäre natürlich das schlechteste Szenario, weil das heißt permanent höhere Arbeitslosigkeit, permanent niedrige Lohnsteigerungen, permanent niedrigere Gewinne. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Man wird sehen, es wird wahrscheinlich irgendwas zwischen U und L oder ein sehr langsames U, ein sehr langes U sein. Also es ist die Art und Weise, wie sich dann die Wirtschaft erholen wird. Ja, und jetzt kommen wir schon zu den Thesen. Zu diesen politisch-ökonomischen Thesen über Wirtschaftspolitik, ne, über wie sich die wirtschaftspolitische Debatte aktuell schon verändert oder wie sie sich verändern könnte. Das Ergebnis dieser Debatte möchte ich vorausschicken, wissen wir noch nicht, weil das eben jetzt gerade in Diskussion ist. Also jeder, der jetzt in den Zeitungen, wo sich Opposition und Regierung streiten, wo sich verschiedene wirtschaftspolitische Vorschläge, auch konträre Vorschläge, von Wirtschaftsverbänden, von Wirtschaftsprofessoren und Professorinnen kommen. Das wird entscheiden dann im Endeffekt, wie diese Debatte ausgeht. Aber ich glaube, eine Debatte, die eben ansteht, ist die Sicht auf den Staat und auf die Rolle des Staates. Weil in den letzten 30 Jahren sicherlich eine sehr liberale, libertäre Sicht auf den Staat vor der Krise dominiert hat. Also es wurde irgendwie der Staat wurde in dieser konservativ-liberalen wirtschaftlichen Weltanschauung als ineffizient gesehen. Es ist immer besser quasi, also bis auf ein wenige Ausnahmen, dass Leistungen, Güter, Dienstleistungen, die produziert werden, die konsumiert werden, dass das der Privatsektor machen sollte, private Unternehmen das machen sollte und nicht der Staat bereitstellen sollte. Und das gilt natürlich nach der Krise für Dinge wie
weiß ich nicht, Waschmaschinen produzieren oder Bleistifte produzieren oder Tische produzieren weiterhin. Aber ein großer Bereich, ne, zum Beispiel Medikamentenproduktion, ne, braucht es eine größere Rolle des Staates, um sicherzustellen, dass Medikamentenproduktion zukünftig verstärkt in Europa passiert. Also große Teile der Wirtschaft, wo man bisher angenommen hat, dass das ganz klar im Privatsektor sein sollte, wird man sich jetzt die Frage stellen sollen, ob das nicht, also es muss nicht der Staat selber machen, aber der Staat zumindest organisieren, der Staat viel stärker eingreifen, viel stärker regulieren, zum Teil vielleicht auch selbst produzieren. Also diese liberale Sicht, ne, der Staat kann das nicht, der Privatsektor kann das immer oder meistens besser. Die, glaube ich, hat sich, also die wird durch diese Krise erschüttert, weil man auch ganz klar merkt, dass durch die Krise, dass die ganzen Firmen jetzt auch und auch die Arbeitnehmer und dass im Prinzip alle wirtschaftlichen Subjekte, alle privaten Leute durch die Krise nicht durchkommen würden ohne Hilfe des Staates. Das Zweite ist, dass so dieser Schuldenabbau als Dogma, also es ist ganz viel Diskussion auch in Europa. Schuldenabbau ist das Wichtigste, das war so die größte Priorität. Also wir interessieren uns weniger, wie stark wächst in Italien, wie hoch ist in Italien die Arbeitslosigkeit oder auch bei uns. Wichtig ist, dass die irgendwie ihre Staatsschulden abbauen. Oder wichtig ist in Deutschland, dass wir da unter diese 60%-Grenze kommen, die man 1993 in Maastricht festgelegt hat und jetzt die europäische Wirtschaftspolitik determinieren. Und ich glaube, diese Sichtweise könnte auch ein bisschen erschüttert werden. Weil offensichtlich wird im Moment ganz klar, dass Staatsschulden notwendig sind, dass wir alle diese Staatsschulden jetzt machen müssen, weil nur der Staat eben den Unternehmen und den Arbeitnehmern helfen kann. Und also das wird ein bisschen erschüttert. Das würde dafür sprechen, dass wir sagen, na gut, Staatsschulden sind vielleicht doch nicht so schlimm, die haben schon einen Grund. Wir müssen die nicht unbedingt irgendwie reduzieren. Wir könnten sie auch auf dem Level lassen, wo sie jetzt sind. Das wäre kein Problem eigentlich. Aber wie diese Debatte ausgehen wird, ne, ob man sagen wird, naja, warum geben wir nicht diese 60% Staatsschuldenquote, das Ziel, auf das wir alles, auf das sozusagen die europäischen Regeln hinarbeiten, geben wir die auf oder nicht? Ne? Das wird eine Debatte werden. Die konservativ-liberale Sicht, wenn ich sie so nennen darf, geht schon wieder ein bisschen in die Richtung. Also ich habe hier eine, zwei Aussagen hingeschrieben, die schon wieder quasi dieses Paradigma, da wir müssen Schulden abbauen, schon wieder vorbereiten für nach der Krise. Und wir haben nach der Finanzkrise gesehen, vor allem in den südeuropäischen Ländern, dass diese Sparpolitik, ne, dieses zu frühe Sparen nach einer Krise, dieses Ausgabenkürzen nach einer Krise in die absolute Katastrophe führt. Beispiel Griechenland, auch Beispiel Italien. Aber das ist auch uns in Österreich, in Deutschland, wo die Staatsschulden jetzt nicht so hoch sind, auch nicht hilft, weil uns einfach für unsere Exportindustrie dann Abnehmer und Nachfrager aus eben diesen Ländern, Spanien, Italien, Griechenland, wegfallen und dann auch bei uns das Wachstum niedriger ist und die Arbeitslosigkeit höher. Also wir sehen hier, also das wird eine Debatte sein, die uns jetzt begleitet. Im Moment sind die europäischen Fiskalregeln ausgesetzt. Wie schnell man sie dann nach der Krise wieder einsetzt und wie schnell man nach der Krise und ob man nach der Krise mit so einer Spar- und Kürzungspolitik wie zuvor beginnt, ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Debatte, die jetzt zu führen ist und die Zukunft determinieren wird und auch die determinieren wird, wie stark die Erholung sein wird und wie viel permanenten Schaden wir von dieser Corona-Krise davontragen. Hier habe ich noch die Staatsschulden für diejenigen, die das natürlich nicht so im Kopf haben. Habe ich die Staatsschulden aufgezeichnet. Also wir sind hier in Prozent der Wirtschaftsleistung, gibt man das normalerweise an. Und da sieht man eben, Griechenland ist hier bei 200%, Japan auch, Japan ist nicht aufgezeichnet. Italien ist bei ca. 130%, das wird jetzt auch massiv ansteigen. Deutschland ist hier das kommt mir ein bisschen niedrig vor. Das ist Central Government. Ja, okay. Da fehlen ein paar Schulden, aber egal. Also Deutschland ist ca. bei 60%, Österreich ist bei 70%. Das wird jetzt massiv ansteigen, also um 10, 20 Prozentpunkte werden die Staatsschulden wieder
ansteigen. Und wie man dann damit umgeht, ist dann auch so ein bisschen die Frage, wer zahlt diese Krise? Es wäre jetzt, also hier ist spannend, um auch auf das Thema Staatsschulden, um das vielleicht ein bisschen genauer zu erklären in den letzten Minuten. Wir hatten, oder sagen wir so, die Leistbarkeit kann ich, wenn man sich das überlegt, auch aus, vielleicht auch aus persönlicher Sicht, ne, kann ich mir einen Kredit leisten, um mir ein Haus zu bauen. Dann eines, was ich gerne hätte, ist, na gut, ich brauche wahrscheinlich eine Anzahlung, ne, ich brauche, dann überlege ich mir, wie teuer ist dieses Haus und so weiter. Aber eine Variable, die ganz entscheidend ist, ist die Höhe der Zinsen. Es macht einen Unterschied, ob ich so wie jetzt mit niedrigen Zinsen für meinen Kredit 1, 2, 3% Zinsen zahlen muss oder ob ich 5%, 6%, 10% Zinsen, Zinssatz zahlen muss, weil wenn diese Zinssätze höher sind als das, als wie mein Einkommen wächst, also wenn ich zum Beispiel 5% Zinssatz zahlen muss, aber mein Einkommen wächst jedes Jahr nur um 2%, dann muss ich jährlich mehr für diese Zinszahlungen aufwenden. Dann muss ich auf was anderes verzichten. Dann muss ich mich beim Konsum einschränken, um diese Zinszahlungen mir leisten zu können. Und das war in den 60ern, 70ern kein Problem. Da waren die Zinszahlungen, die Zinssätze immer niedriger als die Einkommenszuwächse. Und das war überhaupt kein Problem, auch also für Private, aber auch für den Staat vor allem und auch für Unternehmen, Kredite aufzunehmen, weil die Zinssätze nicht hoch waren und die Verschuldungsgefahr, die von einem oder die Überschuldungsgefahr, die von einem Kredit ausgeht, wesentlich geringer ist, wenn die Zinssätze niedrig sind. Und dann hatten wir die letzten 40 Jahre, wo wir eine Phase hatten, wo die Zentralbanken gesagt haben, sind die Preissteigerungen zu hoch, sie wollen die Zinszahlungen, also die Zinssätze erhöhen und haben dann für die Volkswirtschaften die Zinssätze erhöht. Unter anderem deswegen hat Italien heute so hohe Schulden. Aber auch unter anderem deswegen sind in Österreich und in Deutschland die Staatsschulden in dieser Zeit, von den frühen 80ern bis eben in die 2000er, 2010, gestiegen. Und das war bisher eine Situation, wo diese ganze Logik von wegen, ja, wir müssen sparen, ne, wir dürfen nicht so viele Schulden machen, wo das gilt, ne? Weil einfach weil ich einfach sonst immer mehr, also immer weniger Geld zur Verfügung habe, weil ich immer mehr Geld an Zinszahlungen leisten muss. Und mittlerweile hat die Europäische Zentralbank aber die Zinsen so stark gesenkt, also auf null, fast auf null, also eigentlich auf null oder sogar negative Zinsen gesenkt, dass diese Situation nicht mehr gegeben ist. Also wir haben jetzt niedrige Zinssätze. Das heißt, die ganzen Staatsschulden, die jetzt angehäuft werden, auch die schon bestehen, sind nicht mehr so dramatisch, weil es mir eben bei diesen niedrigen Zinsen nicht passieren kann, dass ich da in eine gefährliche Dynamik reinkomme, wo ich permanent mehr Zinszahlungen leisten muss und dann auch auf verschiedene Dinge, die ich als Staat sonst vielleicht machen will, wie Sozialausgaben, Pensionsausgaben oder Investitionen, auf das dann verzichten müsste. In dieser Situation sind wir jetzt nicht mehr. Also das ist politökonomisch ein ganz großer Unterschied zu früher. Das heißt, es wäre jetzt eine Möglichkeit zu sagen, wir bezahlen diese Krise durch höhere Schulden und lassen diese Schulden einfach. Weil die Schulden sich quasi irgendwie von selbst abbauen, kann man sagen. Weil wenn ich de facto Nullzinsen, wie das im Fall von Österreich und Deutschland ist, als Staat auf meine Schulden zahlen muss, dann werden die Schulden von selbst weniger wert. Weil solange ich Preissteigerungen habe, solange ich Inflation habe, muss ich zwar, wenn ich jetzt 100 Euro aufnehme, auch 5 Jahre später 100 Euro zurückzahlen, aber die 100 Euro, die ich dann zurückzahlen muss, sind keine 100 Euro mehr wert in Kaufkraft, in Gütern, in Dienstleistungen. Das heißt, ich zahle hier de facto an realer Wirtschaftsleistung weniger zurück. Das heißt, das Schuldenproblem, wenn man nur lange genug wartet und diese niedrigen Zinsen beibehält, würde sich von selbst lösen. Das heißt, eine Möglichkeit, diese Krisenkosten, die jetzt entstehen durch diese ganzen Hilfspakete, zu bezahlen, wäre, indem man einfach nichts tut und die Zinsen niedrig lässt und einfach wartet, sozusagen.
Die andere Möglichkeit ist, dass man über die Kosten der Krise spricht und sich überlegt, wer soll sie denn bezahlen? Also, dass wir jetzt einmal höhere Staatsschulden haben, das ist klar. Aber in 1, 2, 3 Jahren wird's oder kann man sich dann Gedanken machen, man kann sich jetzt schon Gedanken machen, aber sozusagen diese Dinge sollte man jetzt, solange die Krise vorbei ist, noch nicht einführen, sondern eher dann einführen, wenn die Krise einmal überwunden ist. Dann kann man sich überlegen, wenn ich es nicht darüber zahlen will, dass ich die Zinsen niedrig lasse und meine Schulden einfach bestehen bleiben. Also wenn sich sozusagen eher diese konservativ-liberale Weltsicht von Schulden sind böse, wir müssen die Schulden, die Staatsschuldenquoten wieder zurückführen auf diese 60%, durch Einsparungen, Ausgabenkürzungen durchsetzt, dann wäre die Antwort, die wahrscheinlich dann eine linkere oder eine progressivere Sicht auf die Krisenkosten geben würde, jene, dass man sagt, man sollte die Kosten der Krise fair verteilen über Steuern, höhere Steuern, vor allem auf Vermögen, auf Erbschaften. In Deutschland ist gerade die Debatte über den Soli, den hauptsächlich sehr einkommensstarke Personen mit sehr hohem Einkommen zahlen, dass man den abschafft oder nicht, ne? Also den sollte man dann in jedem Fall belassen oder sogar ihn noch weiter raufsetzen. In Österreich ist auch die Debatte gerade über eine Erbschaftssteuer. In Österreich hat man Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer in den letzten 30 Jahren abgeschafft. Auch in Deutschland hat man in den letzten 30 Jahren die Steuern generell gesenkt, was vor allem Gutverdiener etwas genützt hat, weil man auch den Spitzensteuersatz stark gesenkt hat und die Sozialbeiträge erhöht und die Sozialbeiträge zahlen dann alle doch eher gleichmäßiger. Also man hat hier sozusagen die unteren Einkommensbezieher, die Niedrigeinkommen belastet und die hohen Einkommen entlastet. Und das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt in dieser Krise auch nochmal diskutieren wird, also was in jedem Fall aufs Tableau kommen wird, einfach weil mittlerweile das Steueraufkommen und die Steuern schon so, man könnte sagen, ja, ungerecht verteilt sind oder anders verteilt sein könnten, dass diese Verteilungskonflikte durch die Krise jetzt ganz stark aufbrechen. Und wir da viel darüber diskutieren werden, wie diese Krisenkosten zu zahlen sind und vor allem, wer sie dann zu tragen hat. Und wie das zum Teil, vor allem in den südeuropäischen Ländern, aber auch bei uns, auch in Österreich, auch in Deutschland gelaufen ist, ist, dass es gelaufen ist eher über Einsparungen bei den Staatsausgaben. Und Staatsausgaben sind aber eben nicht dieses, wie soll man sagen, böse, ineffiziente Dinge, sondern Staatsausgaben sind ja ganz konkret auch ein Beispiel, die Krankenhausbetten, die ja größtenteils nicht in Privatkliniken, sondern in staatlichen Kliniken oder in Kliniken der Bundesländer sind, zumindest in Österreich. Ich glaube, in Deutschland ist es ein bisschen mehr privatisiert. Und da sieht man, dass hier Krankenhausbetten eingespart worden sind, also ganz massiv im EU-Durchschnitt. In Deutschland ist die Situation ein bisschen so wie in Österreich. Deutschland hat noch ein bisschen mehr Betten, glaube ich. Und besonders dort, wo man ganz viel gespart hat, in Italien, Spanien, dort, wo die Krise so stark wütet, sieht man, dass die Krankenhausbetten, auch die intensivmedizinischen Betten, auch die Beatmungsgeräte, dass das alles ganz stark eingespart worden ist. Und Südkorea, dass die Krise hier relativ gut, relativ schnell unter Kontrolle bekommen hat, da sieht man, dass die zum Beispiel nicht gespart haben. Also das ist dann nur so ein bisschen ein Reflexionsanstoß auch auf, was es denn eigentlich heißt jetzt, dieser Kampf um, was soll die Rolle des Staates sein? Sollen wir hier eher höher besteuern und dafür mehr Staatsausgaben tätigen oder sollen wir hier eher Staatsausgaben weiterhin einschränken und dafür die Steuern niedrig lassen? Also das ist ein Aspekt, der jetzt, glaube ich, uns in der Krise stark begleiten wird. Hier wird man sehen, wie sich die politischen Mehrheiten durchsetzen, wie sich die Debatte entwickelt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch schon der letzte Denkanstoß oder die letzte These, die ich hier mit euch diskutieren wollte. Das war's. Ich sage in jedem Fall danke für die Einladung und freue mich auf die Fragerunde.